Reinige dich selbst, so kommst du zur Befreiung. Kommentar zum 181. Vers von Vivekachudamani. Shankara schreibt: Tanmana shodhanam karyam prayatnena mumukshuna vishuddhe sati chaitasmin mukti kara palayate. Deshalb sollte sich derjenige, der nach Befreiung strebt, bemühen, seinen Geist unablässig zu reinigen. Ist der Geist rein, ist die Befreiung erreichbar, wie eine Frucht in der Hand liegend greifbar ist. Also, wenn du Befreiung willst, wie kommst du zur Befreiung hin? Shankara empfiehlt hier, wenn du zur Befreiung willst, dann reinige dich. Natürlich, Viveka ist die Unterscheidungskraft. Und daraus kommt Jnana, das höchste Wissen. Jnana führt zur Befreiung. Aber wie kannst du überhaupt deine Unterscheidungskraft nutzen? Indem du dich reinigst. Wie reinigst du dich? Durch Asanas, durch Pranayama, durch Meditation, durch ethisches Leben, durch gesunde Ernährung und so weiter. Wenn du so in einen Zustand von Sattva gekommen bist, dann geht vieles leicht und fast von selbst. Daher sagt Shankara hier, reinige dich. Und so überlege nochmals etwas banaler und einfacher. Führst du einen sattwigen Lebensstil? Ernährst du dich rein? Übst du ausreichend Asanas und Pranayama? Meditierst du? Wiederholst du Mantras? Bist du auch sonst sattwig? Und wann immer du voller Gier bist und wann immer du dich über Sachen ärgerst, wenn du getrieben bist und so weiter, anstatt viel zu überlegen, warum bin ich getrieben und was läuft alles falsch und warum machen Menschen das und warum geschieht mir das, überlege vielmehr, wie kann ich mich wieder ins Sattva bringen? Ist der Geist im Sattva? Sind die Probleme schwächer? Und anstatt zu überlegen, warum bin ich jetzt so deprimiert, warum geht es mir jetzt schlecht, überlege, wie komme ich aus dem Tamas wieder raus? Wie komme ich wieder sattvig? Wenn du lang genug überlegst, wirst du immer Gründe finden, warum du ärgerlich bist, warum du Angst hast, warum du innere Unruhe hast. Und wenn du depressiv bist, wirst du immer gute Gründe dafür finden. Es sind nicht die wirklichen Gründe, aber du findest welche. In Wahrheit wär's viel klüger, reinige dich. Reinige dich und meditiere. So wie Swami Shivananda gesagt, serve, love, give, purify, meditate, realize. Diene, liebe, gib und dann reinige dich. Und dann kommst du zur Meditation und zur Verwirklichung. Wenn du also in einem rajasigen oder tamasigen Gemütszustand bist, also entweder in Unruhe mit Angst, Ärger und Gier und Wünsche, Getriebenheit oder in Tamas, Antriebslosigkeit, Depressivität, dann folge nicht deinen Gedanken, folge nicht deinen Emotionen, sondern tue etwas, um wieder zum Sattva zu kommen. Wenn du es allein nicht hinkriegst, dann geh in eine Yogastunde, geh in eine Gruppenmeditation, geh in einen Satsang, verbringe ein Wochenende oder eine Woche bei Yoga Vidya in einem der Ashrams. Wenn dein Geist sattvig ist, ist vieles leichter. Und dann kommst du leichter zur Erfahrung Aham Brahmasmi, ich bin das unsterbliche Selbst.